Es ist wieder soweit, eine neue Folge Real Rabbit und diesmal im klassischen Sinne und zwar in Form von einem Review. Ich habe mir gestern eine neue Kamera zugelegt und muss diese natürlich meinem Publikum hier präsentieren. Und zwar handelt es sich um die Samsung NX3000. Ich habe die Kamera beim Mediamarkt geholt, weil die hatten eigentlich letzte Woche eine Aktion gehabt. Da konnte man diese Kamera für 222 Euro kaufen. Ich war da, habe mir die angeguckt, habe da ein bisschen rumgespielt. Ihr kennt ja diese typischen Mediamarktstände, wo man Sachen ausprobieren kann. Und war eigentlich insgeheim schon begeistert von dieser Kamera. Mir hat diese Tiefenunschärfe gefallen und der Fokus und die Schärfe des Bildes. Aber dann hat irgendwie die Vernunft zu mir gesprochen. So, du hast schon ein paar Kameras, brauchst noch eine? Und dann habe ich die erstmal liegen gelassen. Und mit den Tagen... Ich bin so einer, wenn ich was haben will, muss ich es mir irgendwie holen. Und in den Tagen habe ich dann so wieder überlegt. Dann war ich in einem anderen Mediamarkt und da stand wieder diese Kamera. Ich hingegangen, ja, habe gemeint, ich habe die für 222 Euro letzte Woche gesehen. Die Leute so, also die Verkäufer, ja, das war ein Angebot, jetzt kostet die 356 Euro wieder. Ich so, oh, verdammt. Bin nach Hause gekommen und habe bei dem Mediamarkt, wo ich letzte Woche dieses Angebot gesehen habe, angerufen. Habe gefragt, ja, diese Kamera, ist die denn noch da? Und die meinten, ja, für 222 Euro. Und ich so, wow, wie geil ist das denn? Sofort hingefahren und gekauft. Aber in der Farbe schwarz. Also wir packen das Ganze mal zusammen aus. Und dann erzähle ich euch ein bisschen, was die Vorteile dieser Kamera sind, was vielleicht auch die Nachteile sind. Und es wird ein separates Video geben, deswegen hier im Titel Teil 1, wo diese Kamera vorgestellt wird von mir. Wir gehen auch ein bisschen das Menü durch und alles. Und dann gibt es da ein Teil 2 Video, wo ich nichts mehr rede, wo man einfach nur noch Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen gemacht mit dieser Kamera sieht. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Und los geht's mit dem Unboxing. Und zwar gucken wir uns wie immer erstmal die Verpackung an. Diese sieht so aus, man sieht sofort vorne das Produkt. Und alles, was noch so mit in dieser Verpackung drin ist, da gehen wir gleich natürlich drauf ein. Man dreht das hier, natürlich alles matt gehalten, das Samsung-Logo ist lackiert, genauso wie die Kamera. Und das ist wirklich ein Beispiel für edles Verpackungsdesign. Also liebe Hersteller, nehmt euch mal ein Beispiel hier dran. Auch hier schön matt und dann dieses Smart Camera Shoot Wow und Share Wow oder Now, sorry. Und das sieht wirklich schön aus, auch hier das Produkt in... Glanz gehalten, wobei das hier alles matt ist und man sieht sofort, dass es einfach nicht so billig aussieht wie jetzt bei, keine Ahnung, ich hatte schon Sachen, die haben 30 Euro, irgendein China-Zubehör und dann so eine Verpackung, die auf hochwertig versucht hat zu machen, auch matt gewesen und da siehst du sofort, dass es einfach nicht hochwertig ist und hier alles hochwertig. Aber egal, wir quatschen jetzt nicht über die Verpackung, denn es geht ja um den Inhalt. Und deswegen starte ich mit dem Öffnen, ich verrate noch nicht allzu viel, das erzähle ich euch gleich alles beim Auspacken, was hier so drin ist und ja, so, wir öffnen das Ganze mal und hier sieht man schon so ein Fach und da sind Bedienungsanleitungen drin. Normalerweise würde ich jetzt dieses Teil wegfeuern, weil mich dieser Papierkram nicht interessiert, aber passt mal auf, hier ist was sehr, sehr Interessantes drin. Nee, nicht das. Ja klar, die Garantie ist auch interessant, aber wenn ihr weiter schütteln, kommt das hier zum Vorschein, hier das, könnt ihr das lesen und ich denke jeder, der ein bisschen was mit Fotografie zu tun hat, weiß was das ist. Das ist Adobe Lightroom und zwar in der 5er Version und das liegt als Vollversion hier bei dieser Kamera dazu. Also guck mal, ich habe 222 Euro bezahlt für die Kamera und da ist dieses Programm schon dabei. Also wenn ihr jetzt keine Adobe Cloud habt und nicht wisst, wie ihr eure Bilder bearbeitet, hier, richtig geil. Ich habe auch schon mal auf Kleinanzeigen geschaut, da gibt es viele von diesen Kameras, die verkauft werden, aber die Leute waren so schlau oder so dreist wohl eher und haben diese CD vorher rausgenommen. Ich habe ein paar so angeschrieben, hey, ist Lightroom denn auch dabei? Nö, das ist nicht dabei, hieß es, obwohl es schön auf der Verpackung mit draufsteht. Naja, also Lightroom 5 ist richtig geil. Ich habe doch mal ein Video gemacht, wo ich so ein Zeitraffer-Drehding... Panorama-Flow hieß das, für die GoPro vorgestellt habe. Und mit diesem Programm könnt ihr richtig gut Zeitrafferbilder bearbeiten. Und es gibt so eine richtig coole Stapelverarbeitung. Und dann nehmt ihr zum Beispiel von eurer Zeitrafferaufnahme, da habt ihr zum Beispiel 300 Stück, um ein 5 Sekunden oder 10 Sekunden Zeitraffer-Video zu machen. Und nehmt euch ein Bild raus,
was halt genauso ist wie die anderen und bearbeitet dieses und kopiert dann die Einstellungen und fügt diese Einstellung auf die restlichen 300-400 Bilder und der macht in 2 Minuten bearbeitet der 400 Bilder und ihr habt alle Bilder gleich bearbeitet und das ist richtig, richtig geil, gerade für diese Zeitrafferaufnahmen, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen mehr Himmel rausholen wollt, ein bisschen Schärfe und so Quatsch halt. Ja, und wie gesagt, hier ist das Ganze dabei und den Rest an Papierkram gucken wir uns jetzt nicht an, der interessiert keinen. Ja, also verzeiht mir, ich bin immer noch etwas verschnupft. Ich versuche so gut wie möglich zu erzählen, falls ich mal ein bisschen Nase hochziehen muss. Das passiert unbewusst, ich weiß, das ist eklig. So, weg damit. Und dann kommen wir hier mal zu. Und könnt ihr schon denken, dass das die Kamera ist und da ist das Highlight dieses Unboxing oder dieses Reviews ist, kommt das gleich erst dran. Das auch. Alles schön zur Seite. Und dann fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben hier unseren Akku. Und wie man schon sieht, jemand, der ein Samsung-Handy hatte oder hat, weiß, ah, guck mal, das Ding habe ich doch auch in meinem Handy drin. Und das ist richtig cool. Erstens, ihr findet überall Ersatz für diese Kamera, also an Akkus. Zweitens, dadurch, dass es so viele davon gibt, sind die Dinger nicht teuer. Und drittens, falls ihr sagt, hier, mich macht es nichts aus, ich will auch so ein China-Nachmach-Ding, gibt es auch wie Steine am Strand. Scheiß Spruch. Ist glaube ich auch gar keiner. Naja, ich würde aber nicht empfehlen, so gefälschte Akkus zu kaufen. Kauft die Originalen, weil die haben eine längere Lebensdauer. Da habe ich schon teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Gibt aber auch gute nachgemachte Akkus. So ist es ja auch nicht. Dieser Akku hat eine Milliampere-Zahl von 2330. Ich habe natürlich schon mit dieser Kamera gearbeitet. Die Laufzeit ist, naja, kann jetzt mit meiner Kamera, mit der ich gerade dieses Video filme, natürlich nicht mithalten, aber das sind ganz andere Preisniveaus und ja, ich lege euch wirklich ans Herz, gerade wenn ihr auch mit dieser Kamera filmen möchtet, was ja auch möglich ist, holt euch noch so einen zweiten oder dritten Akku noch dazu. Pardon, musste ich mal kurz husten. So, weg damit. Also, kommt gleich in die Kamera. Was haben wir sonst noch? Sitzt hier noch was drunter? Nee, da habe ich eben, seht ihr, das Zubehör wieder falsch eingepackt. Natürlich war das Päckchen schon auf, weil ich die Kamera ja vorher getestet habe. Hier haben wir so einen kleinen Samsung-Gurt, der an die Kamera kommt. Sieht, glaube ich, gerade bei diesem Kameramodell richtig cool aus. Ich erzähle euch gleich, was mir dran gefällt. Und hier haben wir das Ladegerät. Ja, was ich ein bisschen schade finde, dass man den Akku nur intern in der Kamera laden kann, aber wenn ihr euch einen zusätzlichen holt, guckt mal, dass ihr bei Amazon oder sowas irgend so ein Ladegerät, ein externes holt, weil dann könnt ihr parallel laden und ja, und filmen und fotografieren und ja. Ich darf jetzt den Fokus natürlich nicht so sehr auf Filmen setzen, weil ich ja gerne filme, weil die Kamera ist ja hauptsächlich schon für Fotos gemacht, aber ich erzähle euch auch gleich, wer und warum so damit alles was filmt. So, das war's eigentlich auch schon. Ach nee, jetzt hätte ich was Wichtiges vergessen. Ich tue den Karton mal weg. So, und zwar hier das. Was ist das? Ich weiß es natürlich. Ich muss es erst öffnen. So, hatte ich noch gar nicht benutzt. Und zwar, ich tue mal das hier weg. Ich mag es nicht, wenn das Bild so unclean ist. Ist das hier ein Blitz, ein Aufsteckblitz. Der ist schon dabei bei dem Geld. Also die Kamera hat keinen Blitz, der irgendwo aufklappt oder in der Kamera fest verbaut ist. Es gibt hier diesen. Und ja, damit kann man schön blitzen. Der kommt dann einfach später auf die Kamera drauf. Das zeige ich euch. Die hat so einen extra Sockel. Das ist auch echt ein Pluspunkt. Okay, also ich halte es nochmal ein bisschen näher ins Bild, falls es euch sehr interessiert, wie das Ding aussieht. Schön flach. Und macht das, was es machen soll. Finde ich gut. So, als nächstes das zweite kleine Highlight, und zwar haben wir natürlich schon ein Objektiv in dem Set mit dabei. Und dieses sieht so aus. Ist natürlich eins von Samsung. Es ist jetzt nicht so wie bei, keine Ahnung, Sony, die dann von, wer baut für Sony? Carl Zeiss baut, glaube ich, für Sony die Objektiven, die richtig teuren. Die haben auch eine eigene Marke, natürlich, aber die richtig edlen werden von Carl Zeiss, also von der Firma Zeiss, die ist sogar gar nicht weit weg von mir, wo ich wohne. Ich darf nicht zu viel verraten. ja genau, von Zeiss werden die gebaut. Und hier, das ist ein Samsung eigenes Objektiv. Das sieht man hier schon an der Aufschrift Samsung Lens. Was kann das Ding überhaupt? Wir gucken erstmal auf die Daten. Wir haben eine Brennweite von 16 bis 50 mm. 16 ist richtig cool, also ihr könnt richtig nah filmen.
Das muss auch so sein, weil diese Kamera hat so ein Display, was sich aufklappen lässt nach vorne hin, das zeige ich euch gleich, um Selfies zu schießen. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, wer alles diese Kamera verwendet. Und zwar viele der größten YouTuber in Deutschland verwenden mittlerweile diese Samsung-Kamera, um sich zu filmen, um ihre Vlogs, nennt man das, aufzunehmen. Weil die können sich schön selbst filmen und es ist immer noch alles drauf, das Gesicht, der Oberkörper und die Umgebung, wo die gerade am Einkaufen oder was weiß ich sind. Und das Ganze funktioniert, weil das ein 16mm Objektiv ist. Und das ist echt gut. Ich kann auch schon dazu sagen, ich habe das Objektiv und die Kamera ausprobiert. Mir gefällt es. Es ist natürlich ein günstiges Objektiv, ihr könnt es nicht vergleichen. Ich fotografiere normalerweise auch mit einer Canon 5D Mark, also einer Vollformatkamera. Das ist eine ganz andere Liga, deswegen überhaupt kein Vergleich. Aber für die schnelle Bilder zwischendurch, wenn ihr in Urlaub seid oder ihr geht irgendwo hin oder wollt wirklich, ihr seid ein YouTuber, wollt einen Vlog aufnehmen, ist das optimal perfekt. Die Tiefenschärfe ist geil oder die Tiefenunschärfe, also der Hintergrund ist schön unscharf, wenn die Kamera fokussiert hat. Das Bild, wenn es richtig eingestellt ist, die Kamera ist schön scharf und knackig und für das Geld richtig cool. Wir haben, wie gesagt, eine 3,5, von 3,5, es ist okay, natürlich 2,8 wäre noch krasser, also je höher die Blenden sich öffnen lässt, desto mehr Licht bekommt ihr in die Kamera und desto heller ist das Bild. Normalerweise müsstet ihr das sonst über die Verschlusszeit oder die ISO regeln, aber da verwackelt dann das Bild schnell, über die ISO rauscht das Bild schnell, wenn ihr zu hoch dreht. Hier auch ein kleiner Vorteil, das Bildrauschen hält sich wirklich in Grenzen bei dieser Kamera. Ich war echt erstaunt. Wie gesagt, 3,5 ist okay. Es gibt Objektive, die haben nur 4 oder 4 noch was und deswegen ist das schon okay und die Tiefenschärfe sieht echt gut aus. Was man hier noch sieht, ist ein Plus- und Minus-Button. Ihr könnt so, ich zeig das mal, sorry, ich halte es so weit weg. Ah, nochmal hier. Hier ist ein Plus- und Minus-Button. Mit dem könnt ihr zoomen. Ins Bild rein und ins Bild raus. Natürlich optisch zoomen, nicht digital. Das ist das Coole. Ihr müsst jetzt nicht nur hier in diesem Drehchen drehen, wie das bei den normalen Objektiven ist. Nein, ihr könnt hier drücken und dann passiert das vollautomatisch. Ihr könnt schön ruhig reinzoomen, rauszoomen und das ist echt gut gemacht. Also es hat mir gefallen. Ich habe, wie gesagt, schon damit gefilmt, was ich noch nicht so wirklich rausgefunden habe. Ich habe alles auf manuell gestellt und hat er irgendwie trotzdem Faxen mit der Schärfe, mit dem Scharfstellen gemacht. Das hat mich teilweise ein bisschen gestört. Vielleicht, ich kenne mich vielleicht noch nicht so gut damit aus, aber das war teilweise, du redest oder filmst dich selbst und dann auf einmal verstellt sich die Kamera und wird wieder leicht unscharf und das war wieder blöd. Also dieses, es versucht immer scharf zu stellen und das hat mich leicht gestört. Aber ich denke, das kriege ich auch noch weg. Noch ein sinnvolles Ding. Hier steht OIS drauf, das steht für Stabilisation, das Ding ist stabilisiert, also wenn ihr filmt und dann wackelt, dann stabilisiert das Objektiv das Bild. Das tut mir leid, wie gesagt, ich bin erkältet. Und jetzt zum Hauptding, weil ich mache das Video wieder viel zu lang und dann lädt das und bearbeite ich das viel zu lang und dann, ja, so sieht das Ganze aus. Und bevor ich das jetzt erstmal von allen Seiten angucke, montiere ich das Objektiv drauf, weil ich die Kamera als Ganzes präsentieren will. Wir haben hier einen 12-Megapixel-Sensor drin verbaut. Was rede ich denn 12? Ein 20-Megapixel-Sensor. Und zwar, um genauer zu sein, kleinen Moment, sind 20,3 Megapixel, die da drin sind. Das ist schon einiges. Und das Gute ist, wenn ihr ein JPEG-Foto schießt, das hat ungefähr 7 MB an Größe und ihr könnt dann auch richtig gut die Bilder bearbeiten. Dann kommt wieder dieses Lightroom ins Spiel. So sieht das Ganze aus und wird hier dann mit dem Punkt und dem roten Punkt drauf gehalten. So, kurz zum Licht drehen, klack und so sieht die Kamera dann aus. Und hier dieser Punkt, ja, den drückt ihr, um das wieder loszudrehen. Das ist wie so ein kleiner Verschluss. So, und jetzt mal erstmal zu der Kamera an sich. Der habe ich jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn ihr die anguckt, das sieht einfach richtig geil aus. Das sieht aus wie so eine Kamera von früher. Das erinnert mich an meinen Opa. Der hat so eine Kamera, so eine, natürlich nicht so eine damals, aber er hat eine Kamera gehabt und die sah optisch genauso aus. Und das ist wirklich absichtlich in diesem Oldschool-Blick gehalten und das fand ich richtig geil. Und das ist auch der Grund, warum ich die in Schwarz geholt habe, weil in Weiß natürlich auch cool, aber in Schwarz kommt dieser Retro-Look nochmal viel geiler. In Braun auch natürlich, aber Schwarz ist klassisch und ich dachte,
Ja, finde ich gut. So, wir fangen mal an mit dem Angucken. Hier ist dieser Blitzsockel, der hier oben sitzt. Da können wir unseren Blitz draufschieben, der hier. Und dann nehmt ihr das, schiebt es drauf. Ja, und dann könnt ihr den Blitz hoch und runter klappen, so wie ihr es möchtet. Natürlich immer hochklappen, weil sonst blitzt ihr euch ja in das Objektiv rein und das ist auch blöd. Deswegen schön hoch. Und so sieht die ganze Kamera, also die Kamera in voller Montur aus. Ja, nehme ich erstmal ab. Ja, yeah. Ich bin nicht so ein Blitzfan-Fotograf. Also ich finde, wenn du kleine Blitze hast, bringen eh nichts. Ich fotografiere dann lieber so, dass ich die Kamera richtig einstelle und dann von mir aus auf dem Stativ, aber natürlich geht es nicht immer. So, dann haben wir hier oben sitzen Mikrofone. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe mich selbst gefilmt, Video gefilmt damit und die Soundqualität war richtig gut. Ich war erstaunt. Also das Video ist auch gerade am Hochladen. Es wird noch vor diesem Video online sein. Deswegen klickt euch mal durch meinen Kanal und dann könnt ihr euch mal ein Video aufgenommen mit der Kamera angucken. Den Button, mit dem aktivieren wir Wi-Fi. Wir können über WLAN die Kamera steuern, können Kamerabilder auf unser Smartphone ziehen und so weiter. Das ist auch ganz cool. Hier der Power-Button, Auslöseknopf und hier die verschiedenen Modi wie bei gewöhnlichen Kameras. Da gehe ich nicht drauf ein. Das ist nichts Besonderes und hat jede Kamera so. Also ja, vielleicht nochmal gleich kurz. Ich will Video nicht zu lange machen. Wenn wir die Kamera jetzt so drehen, fällt uns das 3 Zoll große, also 7, irgendwas Zentimeter große Display auf und hier sieht man schon wieder die 20,3 Megapixel. Wir haben einen APS-C CMOS-Sensor, der hier drin verbaut ist und der macht seine Arbeit ganz gut. Und das Besondere an diesem Display, wie schon gesagt, wir können es hochklappen, das sieht dann so aus. Und jetzt kommen wieder diese Selfie-Süchtigen und YouTuber ins Spiel. Ihr könnt so rumlaufen und euch filmen und alles ist wirklich drauf, weil die Brennweite stimmt. Ich teste das gerade mal hier. Habe ich keinen Akku drin? Moment. Ha, Vorführeffekt, ich habe noch keinen Akku drin. Verdammt, sorry. Das machen wir jetzt schnell. So, zack. Eigentlich wollte ich das später machen, aber das war jetzt einfach zu spontan. Egal. So, ich feuere das Ding an. Hier. Zack, fährt es raus. Und ich denke, seht ihr das schon? Ich habe jetzt keine Speicherkarte drin. Geht wirklich sehr viel drauf. Guck mal, in meiner Hand, die ist wirklich vor der Kamera und die ist noch komplett drauf. Und hier seht ihr auch meine Kamera. Und mich sieht man jetzt natürlich nicht, sei denn ich gehe so dahin. ja, es ist wirklich alles drauf. So, machen wir wieder zu. Erstmal weiter mit dem Ding. Also wir können das so hoch und runter, wir können es aber nicht drehen, wie es bei anderen Kameras ist. Also so zur Seite noch oder so aufklappen. Es geht wirklich nur so für diesen Selfie-Modus. Und da geht die Kamera sofort an. Cool. Verzeihung. Weiter geht's. Wir haben hier natürlich Menü und diverse andere Buttons. Das sieht alles aus wie bei... ja, wie bei Samsung üblich. Auf der Unterseite natürlich der Sockel für das Stativ. Und hier, was ich eben übersprungen habe, kommt die Batterie rein. Und hier eine Micro-SD. Also wichtig für euch, da kommen Micro-SDs rein. So, hier ist ein Fach. Das lässt sich öffnen. Einmal für USB zum Laden und einmal ein Mini- oder Micro-HDMI. Da könnt ihr direkt auf dem Fernseher angucken. Und ja, so sieht das Ganze schon mal optisch aus. Hier könnt ihr, ich weiß es gar nicht, ob man optional ein Mikrofon dran schließen kann. Ich habe eben erwähnt, dass wir Wi-Fi haben. Wir haben aber auch noch einen NFC-Sensor hier drin. Das ist hier dieser. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr ein Handy mit NFC habt und habt die Samsung-App hier drauf, haltet das Ding hier hin, dann macht es einmal blub und dann connectet sich die Kamera mit dem Smartphone. Ihr könnt schon Bilder übertragen. Ja, so sieht das Ganze von außen aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen Zeit verwenden, um euch das Menü etwas zu zeigen. Aber wie gesagt, Fotos und Videos zeige ich euch in dem kommenden Video. Das werde ich morgen alles machen, also in Teil 2. Und da seht ihr dann nochmal so ein paar stille Impressionen. Ich werde in den Park gehen und ein paar Makroaufnahmen machen, ein paar Zoom-Aufnahmen, alles was dazugehört. Und dann könnt ihr euch nochmal über die Qualität in Ruhe ein Bild machen. Das ist dann auch leichter wegen dem Bearbeiten. Ja, also gut, gucken wir gleich mal rein. Hier die Kamera nochmal in schönem Licht betrachtet, damit ihr wirklich das wunderschöne Design seht.
Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, kann man hier sagen. Da trifft dieses Sprichwort wirklich zu. Ich finde es schade, dass das natürlich kein Leder, damit ihr das wisst, ihr könnt es hier gerade nicht fühlen. Das hier ist auch kein Metall, so wie es bei den alten Kameras war. Das ist alles Plastik und das fühlt man leider. Aber okay, ich kann es verstehen, das ist der Preis. Natürlich würde diese Kamera sofort 800, 900 Euro kosten, wenn diese Materialien verbaut worden wären. Aber es sieht zumindest schön aus, wenn ihr das Teil irgendwo im Park auspackt. Oh, schön, was ist denn das? Ich denke auch gerade viele ältere Leute, die sich für Fotografie interessieren. Das hat irgendwie schon fast ein bisschen Leica-Stil. Ich finde das cool. Ja, so sieht aus. So, und ich spreche jetzt erstmal in erster Linie die Videoleute an, weil ich mich natürlich für Video interessiere. Wir haben von den Videoeinstellungen, Moment, das zeige ich gerade mal. So sieht es aus mit dem Licht, aber so sehe ich halt nichts. So, genau. Wir gehen jetzt mal, hoppala, hier runter auf Video, Videoformat. Und ihr seht es schon, wir können leider nur mit 25 Bildern die Sekunde filmen und Full HD, da geht nicht mehr. Aber das reicht aus, wenn ihr so Video-Vlogs oder Kleinigkeiten aufnehmen wollt. Und die Qualität ist echt okay. Wir haben immer noch beim Film diese schöne Tiefenunschärfe. Und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht, um mal schnell ein Video zu machen. Da müsst ihr natürlich mehr bezahlen, wenn ihr noch bessere Qualität haben möchtet. Das ist ja klar. So ist das immer im Leben. Was haben wir noch Interessantes? Videoqualität können wir ja auf HiQ stellen oder halt in schlechter Aufnahmegeschwindigkeit. Einmal, fünfmal, da könnt ihr halt schon in schnell filmen quasi. Ton könnt ihr ausmachen, Fader ist off. Ist halt nichts Besonderes. Bei Foto können wir natürlich Auto-Share, da könnt ihr quasi einstellen, dass wenn ein Handy verbunden ist, direkt auf ein Handy das Foto übertragen wird. Ansonsten bei der, was haben wir da, Fotogröße könnt ihr dann wie schon gedacht einstellen, wie viel Megapixel ihr fotografieren wollt. Ich habe es natürlich auf voll, Qualität ist super fein und wir haben hier sogar RAW. Wir können auch in RAW fotografieren. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Fotografie auskennt. RAW heißt, die Kamera speichert alle Bildinformationen ab. Wenn ihr ein JPEG schießt, schmeißt die Kamera schon von alleine irgendwelche Filter drauf und komprimiert das Foto. Und wenn ihr im RAW fotografiert, sind ja keine Filter, kein Weißabgleich, kein Quatsch drin. Und das Bild ist nicht komprimiert. Das heißt, es ist dann auch anstatt 7 MB zum Beispiel 30 MB groß, aber ihr könnt dann später in diesem Lightroom so viel rausholen und ich fotografiere eigentlich nur in RAW. Das heißt, also, naja, nur im RAW, wenn ich mir Qualität wichtig ist, aber wenn ich schnell knipse, dann natürlich in JPEG, weil das natürlich auch mehr, hoppala, jetzt habe ich mich verstellt, weil das natürlich auch mehr Aufwand heißt, super fein, lassen wir es mal auf JPEG. In RAW fotografiere ich mit meiner 5D, aber nicht mit der. Ich habe Post. Ich habe wieder Post. Egal, nicht stören lassen davon. Ja, gehen wir weiter. Dann können wir natürlich hier ISO einstellen, die Auto-ISO und die Maximal-ISO geht bis 64. Was? Was? Bis 25.600 geht die ISO hoch. Ach du Scheiße, das ist sehr hoch, aber ich will nicht wissen, wie krass dann das Bild rauscht. Weißabgleich natürlich können wir automatisch machen oder dann haben wir hier diese Icons schon, sieht cool aus, Tageslicht, Wallcake und das ist wirklich alles sehr simpel und so angelegt, dass jemand, der nicht viel mit Fotografie zu tun hat, sofort versteht, ah okay, so geht das. Bildassistent und tut mir leid, AF-Modus, also wie die Kamera scharf stellen soll, ob sie das alleine macht oder ob ihr das regulär manuell machen möchtet, dann dreht ihr hier in diesem Rädchen und dann funktioniert das mit der Schärfe. Und da zeige ich euch gerade mal was. Und wenn ihr das macht, seht ihr das, dann zoomt die Kamera. Tut mir leid, ich lasse das mal ganz kurz. So, das ist normal, ja? Und wenn ihr, sobald ihr hier an der Schärfe dreht, zoomt die Kamera rein und dann könnt ihr genauer sehen, ob das Bild scharf oder unscharf ist. Also ich mache es jetzt total unscharf, ja? Da seht ihr, dann drehe ich ein bisschen und dann wird es scharf. Und das ist wirklich, wirklich gut. Ja, das haben die teuren Kameras und so. Dann drückt ihr auf Auslösen und dann ist es wieder in der normalen Größe. Und hier auch für jeden gut sichtbar. Hier ist ein Porträt, hier ist eine Landschaft. Ah, okay, das ist für Nahaufnahmen gedacht und das ist für die Ferne. Verzeiht mir. Ja, so sieht's aus. Auch hier nochmal kurz. Hier natürlich alle Einstellungen, die Akkuanzeige. Hier auch zu sehen, in welchem Zoom-Bereich ihr befindet. Wir sind gerade auf 31 mm Zoom. Ich zoome mal raus.
So, ist auf 16, auf der kleinsten. Und hier nochmal, könnt ihr drauf drücken, zack, zoomt das Ding von alleine. So, finde ich gut, richtig gut. Die Kamera macht Spaß und die ist schön klein und sieht schön aus und ist jetzt nicht so übertrieben teuer. Also ist so ein richtiger Spaßcam. Ja, wir haben schon sehr viele Einstellungen, können wir das Anti-Verwackeln, das OIS, was ich eben angesprochen habe, ein- und ausschalten, Verschlussmodi, ob ihr jetzt Serienbilder und so weiter, einen Timer machen möchtet, also das ist schon ganz cool. Und zeig mal kurz die Serienbild, nee, Auto, Bob, was mache ich denn? Serienbild geht hier, wir machen mal Serienbild und ich zeige euch mal, wie schnell die Kamera fotografiert. Das ist okay, oder? Für so eine kleine Cam. Finde ich gut. Ja, so viel dazu. Das mit den Fotos werdet ihr natürlich nachher noch sehen. Hier haben wir halt diese Modis. Die brauche ich nicht weiter zu erklären. Hier zum Beispiel, dass alles auf Automatik funktioniert. Ihr könnt hier auf P schalten, auf Programm quasi, auf manuell könnt ihr die Blende und die ISO und die Verschlusszeit, könnt ihr alles dann in diesem Rädchen, ihr seht das hier in Blau, das verändert sich, wenn ich es mache, einstellen. Das ist natürlich mein Favorite, aber wenn ihr unterwegs seid, wo viele verschiedene Lichtverhältnisse sind, da könnt ihr das dann verwenden, dass die Kamera für euch selbst das übernimmt, weil das wird auf Dauer vielleicht zu stressig. Hier dann auch nochmal eine andere Ansicht, da könnt ihr auch umstellen, das sieht echt cool aus, wie das hin und her springt. Dann einfach mit dem Rädchen nach rechts und dann könnt ihr hier die Blendenöffnungen verstellen und ja, hier die ISO und so Geschichten. Also alles sehr übersichtlich. Dann einmal kurz auf Auslösen und dann ist das auch wieder weg. Ich habe richtige Halskratzdinger gerade. Ich muss es irgendwie unterdrücken, verzeiht mir echt. Ja, so viel dazu. Ich bin jetzt erst echt mal grob hier über das Ganze geflogen und morgen oder die Tage drauf dann, also morgen filme ich es auf jeden Fall, aber in den nächsten Tagen wird es dann online kommen mit dem Foto- und Videomaterial von dieser Kamera, damit ich jetzt nicht dieses Video hier sprenge. Ich überlege gerade, was man sonst noch Interessantes zeigen kann. Ich zeige nochmal diesen Mobile. Ich drücke mal kurz auf Auto. Diesen Mobile-Modus, der ist hier. Und da könnt ihr auch schon gucken, ihr könnt den Remote Viewfinder, ein Auto-Share und Mobile-Link aktivieren und dann startet das Ganze. Ich wollte nochmal kurz was gucken. Hier auch nochmal Wi-Fi-Optionen, wenn ihr das Rädchen auf Wi-Fi stellt. Dann habt ihr verschiedenste Sachen, ihr könnt die Kamera als Überwachungskamera benutzen, dann verbindet die sich, also ihr verbindet die mit eurem Wi-Fi und wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr über euer Handy gucken, was sich zu Hause gerade tut, aber da gibt es so eine Nachricht, wenn ihr das einrichten wollt, von wegen Samsung Electronics kann die technischen Informationen des Produktes oder die Kameranutzungsdaten sammeln, wenn der Benutzer per WLAN eine Internetverbindung herstellt. Also ähnlich wie bei dem Samsung Smart TV Skandal damals, dass alle Daten an den Server abgelegt wurden, alles stimmt. Auch hier sammelt dann Samsung eure Sachen, also, finde ich ablehnen, finde ich überhaupt nicht gut. Wir gucken mal durch kurz, Panorama-Modus natürlich und hier haben wir verschiedene Stile und das ist echt cool, gerade für Leute, die nicht viel Ahnung von Fotografie haben, die aber was Kreatives machen wollen, dann regelt die Kamera alles für einen selbst. Ihr könnt ein schönes Porträt einstellen, bestes Gesicht, wir machen ein Foto oder es macht mehrere Fotos und sucht das schönste oder ihr sucht das schönste Gesicht auf, dann Serienaufnahme, Kinderaufnahmen, dann wirkt die Aufnahme etwas softer und so weiter. Makro, Landschaft, Essen, Party und Gebäude, dann werden die Lichteinstellungen angepasst, Farbfülle, mehr Kontrast, Wasserfall, dann belichtet die Kamera länger und der Wasserfall zieht so Schlieren hinter sich, ihr kennt diese typischen Bilder. Dann eine Einstellung für Nacht, Feuerwerk, Sonnenuntergang und Leuchtspuren, dann auch hier mit einer langen Blendenöffnung. Ja, so viel dazu, jetzt habe ich es auf Feuerwerk stellen, will ich doch gar nicht. Naja, wie komme ich nur zurück, so. Ich will eigentlich nichts. Ne, ich drehe einfach wieder auf Auto und dann ist wieder alles gut. Ja, so viel zu der Kamera. Wir treffen uns gleich zum kurzen Fazit. Bis gleich. Wir kommen zurück zum Fazit. Also ich habe natürlich die Kamera schon auf Herz und Hirn geprüft, auch damit schon gefilmt. Wie schon erwähnt, es gab ein Video, was ich vorher hochgeladen habe mit dieser Kamera gemacht. Da könnt ihr auch dieses, ich versuche mal scharf zu stellen, sehen. Das funktioniert noch nicht so gut, aber das ist nur ein kleiner Minuspunkt von meiner Seite aus. Wenn ich rausfinde, wie ich die Kamera davon wegbringe, dass ich quasi immer selbst scharf stellen muss, dann funktioniert das auch besser.
Was ich eben nicht so ganz erwähnt habe, und zwar, wenn ihr das Display hochklappt, so, dann schaltet sich die Kamera erstens ein. Und wenn ihr dann ein Foto knipst, kommt so ein kleiner Timer und das jedes Mal. Und zählt bis 3 und dann könnt ihr euch quasi vorbereiten und habt Zeit, eine schöne Pose zu machen. Was mir auch aufgefallen ist, immer wenn dieser Selfie-Modus, sag ich jetzt mal, aktiviert ist und ihr selbst Fotos von euch schießt damit, dann wirkt das Foto, was damit gemacht wird, leicht bearbeitet. So ähnlich wie es einige Smartphones haben. Dann habt ihr so ein weicheres Gesicht und sieht schon aus, als wärt ihr gerade frisch von, wie nennt man das, Frauen, wenn welche zugucken, wenn man sich das Gesicht machen lässt mit irgendwelcher Schminke. So sieht das dann auch aus, so leicht bearbeitet schon. Ja, genau. Und draußen ist, wie eben schon angesprochen, echt gutes Wetter und ich überlege wirklich, ob ich nicht gleich schon einfach nach dem Video, wenn ich gecuttet habe, könnte noch ein bisschen dauern, noch ein paar Fotos schießen und Videos filmen gehe und dann seht ihr die Schönheit der Fotos und Videos, die diese Kamera macht. Also mein Fazit, kommen wir mal dazu, ich schweife schon wieder komplett ab und weg. Ich bin von der Kamera, ich habe eine bessere Kamera auch, mit der ich schon filme und auch eine 5D ist besser. Und auch die Sony im Hintergrund ist von der Videoqualität besser, aber diese Kamera ist günstig und ich empfehle euch, auch wenn ihr irgendwelche Videovlogs macht, holt euch nicht diese Canon Legra Mini mit diesem Fischaugenverzehrkram, sondern diese hier habt durchgängig gutes Bild, schöne Tiefen und Schärfe, was die andere Kamera nicht kann, die macht durchgehend alles scharf und es sieht manchmal langweilig aus. Damit könnt ihr viel kreativer filmen und arbeiten. Also ich behalte diese Kamera, ich werde damit Fotos machen, wenn ich in Urlaub fahre, werde ich damit rumknipsen, filmen und so. Das ist wirklich so, zack aus der Tasche geholt, zack, 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 zack. Fotos auch aufs Handy geschmissen, wenn die Handykamera gerade nicht so schön ist, auf Instagram gehauen, auf Facebook, wohin auch immer. Also sehr praktisch mit diesen ganzen mobilen Schnittstellen, die die Kamera hat. Legt euch noch einen Akku zu, einen weiteren und dann werdet ihr sehr viel Spaß damit haben. Also Bildqualität top, Handling sehr einfach ausgelegt. Wenn ihr nicht viel Erfahrung mit Fotografie habt, auch total gute Automatikmodus. Ihr habt Lightroom dabei. Ich hoffe, das ist bei jeder Version von der Kamera so. Lightroom ist richtig gut. Also glaubt mir, ein professionelles Werkzeug von Adobe. Und auf jeden Fall klare Kaufempfehlungen. Ich hatte wirklich noch das Glück, diese Kamera für 222 Euro zu bekommen. So, also, ich werde das Video jetzt schneiden, dann gehe ich ein bisschen damit nochmal filmen für euch und im Teil 2 seht ihr dann ohne mein Gebabbel, hoffe ich mal, vielleicht kann ich mich nicht zurückhalten, das Footage von dieser Kamera. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch diese Bilder nicht. Also bis dann, tschüss.